Herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5 LS PDFR. Heute Richtung ersten Einsatz auf der Autobahn unterwegs als Autobahnpolizei mit dem schicken VW Passat B8. Wir hatten ja den B7 schon in eines unserer letzten GTA 5 Videos und jetzt müssen wir uns mit dem neuen Passat mal auf Streife begeben, der auch schon das neue Blaulicht hat, wie man sehen kann, das wir im letzten Video GTA 5 auch hatten mit dem schönen Mercedes-Benz. Aber jetzt haben wir hier einen Fahrradfahrer auf der Autobahn, das ist gefährlich, wir müssen die Person anhalten, machen hier schon mal das Anhaltesignal an und bitten die Person nett anzuhalten, sofern sie möchte. Hallo? Bemerken Sie uns oder? Hallo? Nicht ein bisschen gefährlich, ne? Wir fragen mal ganz kurz. Hallo? Wollen Sie anhalten oder wollen Sie nicht? Der hat nicht mal ein... Oh, der Kollege... Der hat nicht mal einen Helm auf. Ist ein bisschen gefährlich so, ne? Ja. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Person auszubremsen. Mal gucken. Ja, funktioniert teilweise. Also, der VW Passat ist ein bisschen aerodynamisch gebaut. Da kann man auch schon mal drüber fahren, ne? Kann man machen. Dann müssen wir ein bisschen härter bremsen an der Stelle. Ja, will er auch nicht. Gut. Bevor ihr den Verkehr gefährdet, müssen wir ihn versuchen, dann eben so anzuhalten. So. Gut. Wir müssen mal kurz zuallererst den Verkehr anhalten. Den Verkehr darauf aufmerksam machen, dass wir hier da sind. Und dann die Person zum Stehen bringen. So, guten Tag, Polizei. Wollen Sie kurz nochmal aufstehen, um dann sich zu ergeben, hinzulegen und mitzukommen? So, gut. Ganz ruhig. Boah, voll auf die Füße. Das kann nicht gesund sein. Eieiei. Wir stellen uns mal ganz kurz hier hin, damit er nicht nochmal überfahren wird. Ja, man meint, so ein Polizeiauto würde man sehen, ja. Aber irgendwie tun die das ja nicht unbedingt, ne? Gut. Der Verkehr wird jetzt hier natürlich stark ausgebremst. Wir tun ihn mal ganz kurz hier zur Seite, bevor der wieder angefahren wird. Die fahren hier alle wie die letzten. Ja, piep. So, bitte mal hier hinstellen. So, und dann können sie hier warten auf ihren Transport. Der macht sich sofort auf den Weg. Und wir müssen das Fahrrad mal schnell zur Seite tun. Hier auf der Autobahn gefährlich. Genauso wie so ein Fahrradfahrer. So, gut. Und das Fahrzeug stellen wir auch noch zur Seite. Und wir warten dann kurz mal auf die Kollegen. Wir machen hier, wir lassen hier noch das an, um hier, wie gesagt, Aufmerksamkeit zu erlangen. Gut. Wir tun mal schnell das Fahrrad abschleppen. Und wären hier dann somit Code 4 eigentlich mit diesem Einsatz. Also hätten das soweit fertig. Und ich würde sagen, da wir jetzt das haben, schauen wir uns doch mal schnell einen kleinen Carporn vom schicken VW Passat B8 an. Los geht's. Mit dem Passat unterwegs zu unserem Einsatz hier auf der Autobahn direkt Richtung Winewood, und zwar scheint hier Feuerwehr, Sanitäter bereits vor Ort zu sein. Wir fahren natürlich mit an und stellen uns direkt her und würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal etwas genauer an, was hier los ist, was passiert ist. So, okay, das sieht mir doch sehr komisch aus. Also hier Absperrung oder was? Müssen wir das mal ganz kurz hier zur Seite tun. Ah, gut, okay. Feuerwehr, alles schon mittendrin. Und da ist auch schon irgendwie ein Auto verunfallt. Was genau passiert ist, fragen wir doch mal. Hallo, Dave, was ist los? Ja, gut, dich zu sehen. Er hat noch nie sowas davor zu sehen bekommen.
ob wir unsere Top 10 Liste wahrscheinlich in den kuriosesten Dingen aktualisieren müssen. Ja, definitiv, sagt er. Der Fahrer ist durch die Absperrung gefahren und ist dann bei einem von der Wand oder irgendwas härterem gestoppt worden. Also wirklich ein krasser Unfall da. Ich meine, das sieht auch danach aus, ne? Das Auto ist halb irgendwo in der Wand oder das schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Ist der Fahrer in Ordnung? Können wir mit dem reden? Okay, die Sanitäter sagen, es sieht nicht gut aus. Okay, gut. Vielen Dank, wir kümmern uns drum. So, mal schauen, warum das Ganze hier überhaupt zu einem Unfall gekommen ist und wie das Ganze passieren konnte. Das müssen wir jetzt hier mal uns anschauen. Aber ich würde sagen, wir befragen mal ganz kurz die Sanitäter. Aber das sieht doch mal... Oh. Oh. Okay. Ja, gut. Das ist ein anderes Kaliber, ne? Wie ist denn der da hingekommen? Halleluja. Also, ja gut, ne? Unfall hin oder her. Aber das sieht krass aus, ja. Und da sehen wir es auch schon. Hier irgendwie in das rote Band da. Ich weiß nicht, ob das metallisch ist, aber naja. Wir gehen mal zu den Sanitätern und fragen nach, was los ist. Okay, jetzt eine Fahrerin. Na, gar nicht geschärft oder so. Guten Tag, wie geht's denn dem Fahrer? Oder der Fahrerin? Er ist wirklich schwer verwundet. Und er hat einige, ja, Kopfverletzungen sogar. Also, gut, da ist einiges passiert. Hat sie Alkohol getrunken oder irgendwie Drogen genommen, was dafür verantwortlich sein könnte? Nein, nichts in der Richtung. Keine medizinischen Ursachen für diesen Unfall gibt's angeblich, laut dem Sanitäter. Alles klar, vielen Dank. Wir werden uns jetzt mal hier weiter umschauen und, ja, mal gucken. Also ich sehe schon mal keine Reifenspuren direkt, ja. Ich meine, die Sanitäter werden jetzt auch schon ein bisschen da sein und die anderen natürlich auch. Oh, sorry, alles gut. Wir gehen mal ganz kurz runter und schauen uns da um. Ich meine, ich weiß auch nicht genau, was hier passiert sein kann, aber wir müssen uns auf jeden Fall hier einen Überblick verschaffen. Also von dort könnte sie gekommen sein, hier hochgefahren sein und dann vielleicht abgerutscht sein, aber wie? Wie ist die Frage? Ich meine, schau sich das mal einer an. Es ist eine riesen Klippe und die wäre direkt hier auf die Pfeiler gestürzt, also dann wäre sie wahrscheinlich sowieso tot gewesen. Aber da liegt sogar ein Handy. So, das schnappen wir uns mal. Okay, wir haben ein Mobiltelefon gefunden. Ist logisch, ist wahrscheinlich da rausgeflogen. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir das mal von den Kriminaltechnikern untersuchen. So, okay. Samantha McGregor ist der Name von der Dame. Und der letzte Anruf ist erst 15 Minuten her. Aber wenn die Sanitäter und die Feuerwehrleute hier angefahren sind, das hat ja mehr als 15 Minuten gedauert im Normalfall, beziehungsweise schnellstens 15 Minuten, bedeutet der Unfall muss dann passiert sein, wenn sie telefoniert hat. Sprich, die Unfallursache hier ist eindeutig Telefonieren am Steuer, was nicht gut ist. Ist zwar nur eine Ordnungswidrigkeit, sollte meiner Meinung nach stärker geahndet werden, aber das ist sehr ungesund. Also das finde ich nicht gut. Gut, sie haben jetzt auch gerade die Brieftasche gefunden und dort war der Ausweis drin und wir haben jetzt auch hier die Ursache für den Unfall geklärt, nämlich telefonieren während des Fahrens. Sprich, wir sind Code 4. Wir sind hier fertig. Und wir können dann weitermachen, aber Leute, also das geht ja gar nicht. Ich meine, die Kollegen werden sich hier noch um alles Weitere kümmern. Die Dame wird ärztlich versorgt, das ist ja okay, aber meine Güte, da muss doch ein bisschen Vernunft kommen. Ich meine, wenn man hier eine Absperrung durchfährt und dann zack darunter, das ist nicht gut. Die Dame hat nochmal Glück gehabt, dass sie jetzt nicht noch schwerer verletzt wurde als sowieso schon. Gut, aber wir können dann weitermachen. Der Einsatz ist beendet. Und ja, mal schauen, was uns sonst noch so erwarten wird heute. Hier unter anderem auch auf der Autobahn mit dem schicken VW Passat. Ja, hat ja nicht lange gedauert. So gefühlt, ja, 200 Meter danach kommt schon der nächste Einsatz. Angeblich sind Sachen auf der Straße. Es liegen einfach Sachen rum. Das ist schon öfter passiert, dass zum Beispiel irgendwas vom LKW runtergefallen ist. Also einfach so Teile oder ähnliches vom LKW fällt, wenn mal eine starke Bremsung gemacht wird oder ähnliches. Die bemerken das dann meist nicht und das wird dann von Autofahrern gemeldet. Ist natürlich sehr gefährlich, weil der Verkehr immer noch am Fließen ist. Der Verkehr wird nicht angehalten. Wir sind jetzt dann die Ersten, die dort sind. Also ist natürlich nicht ungefährlich, die ganze Situation hier. Und wir müssen dann erstmal schauen, dass wir die Straßen logischerweise so lange sperren, so gut es zumindest geht. Also, okay, da haben wir sie auch schon.
Ja, wie ich schon sagte, vom LKW runtergefallen, höchstwahrscheinlich zumindest. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier die komplette Straßenseite sperren. Da geht nichts mehr weiter. Also, was das betrifft, wird hier erstmal dicht gemacht. Ganz ruhig, beruhigen Sie sich bitte. So, wir machen mal hier am besten noch zwei Spuren dicht, solange wir da arbeiten und die Sachen dann aufsammeln. Fahren Sie bitte weiter. Fahren Sie bitte weiter oder fahren Sie nicht weiter. Da muss ich eben hier das aufstellen. So. Gut, okay. Mal schauen, das muss ich jetzt vorerst mal tun. Ja, wir fordern mal eine Code-2-Einheit zusätzlich noch an. Und wir schauen jetzt mal ganz schnell. Also, das ist hier einiges. Ah, gut, okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen mal an, das Zeug wegzuräumen hier. Von der Autobahn. Ich meine, das ist natürlich nicht so gut. Besonders, wenn hier die Leute noch gefährdet werden. Dadurch, dass natürlich das hier einfach so offen auf der Straße rumliegt, gar nicht gut. Und natürlich auch keine Warnung ist. Also gar keine Warnschilder oder ähnliches. Das haben wir jetzt übernommen. Und die Code-2-Einheit ist auch nochmal hier zusätzlich erschienen. Servus, Kollege. Ja, genau, so schaut's aus. Nee. Servus. Ja, gut, dass er mit hier ist, um erstmal so ein bisschen mitzusichern hier. Er hätte mir ja gerne mal helfen können hier, ne? Ist ja nicht gerade wenig, dass wir hier aufheben müssen, aber damit haben wir es, glaube ich, geschafft. Das müsste das letzte Teil gewesen sein, dann können wir die Autobahn wieder freigeben. Zumindest hier die Fahrspur und dann behindern wir ja auch nicht mehr den Verkehr, aber was sein muss, Leute, muss sein, tut mir leid. Geht nicht anders. Wir sind hier fertig, das ist ein Code 4. Ja, passiert, ne? Außerdem, solche Einsätze, finde ich, sind mega gut gemacht. Also sowas in der Richtung mit Sachen aufheben und so weiter, sowas gab es auch noch nicht. Und so ein Unfall in jetzt zum Beispiel diesen Bauarbeiten da unten, das war auch richtig cool. Ich finde, da hat der deutsche Entwickler sogar von Taco Callouts, heißt es, Taco Highway Callouts, glaube ich, hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Also falls du das siehst, ich habe nämlich gesehen, er schaut auch ein paar Videos, LSPDFR, super Arbeit, was das betrifft. Also finde ich mega geil, solche Einsätze, und gerne mehr, ja. Also wirklich toll. Gut, wie gesagt, Link wie immer in der Videobeschreibung dazu, ne? Ist ja klar. So, und jetzt fahren wir schon Richtung Los Santos Airport, müsste das sein, also Richtung Flughafen. Da habt ihr auch gemeint, ja, mach mal öfter Flughafen. Ich versuche schon irgendwie alles abzudecken, ja, so gut es geht. Aber es geht halt nicht immer alles gleichzeitig. Ich gebe mein Bestes, sagen wir es so. Gut, Fahrradfahrer auf der Autobahn. Gut, wir machen uns auf den Weg. Ist ja nicht so, als hätten wir sowas noch nie gehabt. Ja, machen wir uns auf den Weg dorthin, schauen uns das Ganze mal an und schauen mal, ob er vielleicht dieses Mal hören möchte auf unsere Anweisung oder eben nicht. Mal gucken. So, mal gucken, wo müssen wir da hin? Wir nehmen hier eine kleine Abkürzung, um dann wieder auf die Autobahn zu fahren. Interessante Navigation an der Stelle. So, mal gucken. Genau, so schaut's aus. Außerdem habt ihr mich ja auch gefragt, was jetzt mit der Umfrage war, weil wir hatten ja mal eine Länderabfrage, so eine Umfrage mit Ländern. Da wird auch noch was kommen. Ist nur ein bisschen zeitaufwendiger, deswegen dauert es ein bisschen, aber wird auf jeden Fall noch erscheinen, Leute. Keine Sorge. Ihr kriegt es noch rechtzeitig mit. Und dann werden wir da auch was Neues sehen, beziehungsweise die Abstimmung ist schon vorbei. Also, wie gesagt. Wollen Sie anhalten? Wir fragen ihn mal ganz nett. Fahren Sie bitte rechts ran. Ja. Wollen Sie jetzt nicht hören? Ja, gut, okay. Er will nicht hören. Selbe Situation, wie wir schon mal hatten. Bloß diesmal ist der VW Passat nicht ganz so aerodynamisch und er fliegt nicht ganz rüber. So, der Herr. Bleiben Sie stehen hier. Hier ist kein Fluchtweg. Ich muss ihn jetzt tasern zu seiner eigenen Sicherheit, sonst wäre er da weiter ins Auto gelaufen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Gehen Sie auf den Boden runter. Auf den Boden. Langsam. Ende da, wo ich sie sehen kann. So, hoffentlich checkt der Verkehr das, weil wir haben eigentlich ein nicht gerade unauffälliges Blaulicht, ne? Und dann noch das Stoppsignal, wo hinten das Gelb leuchtet. Also im Normalfall müsste das schon gehen. So, gut. Schnell den Transport holen, logischerweise. So, dann kann der den direkt mitnehmen, ja, in der G-Klasse. Und dann blockiert es hier auch nicht weiter. Wobei, nee, die verfolgen jemanden.
Da ist der... Nee, das ist auch jemand, der verfolgt hat. Wir hängen uns mal schnell mit dran an die Verfolgung. Eieiei. Na, die Gegner sind ein bisschen schrammiert hier. Schrammiert? Weiß ich nicht. Gut, wir hängen uns auf jeden Fall mit dran. An hier den Flüchtigen. Wir helfen mal dem Mercedes. Boah, der geht aber direkt auf Vollkontakt. Hier auf der Autobahn. Nicht ganz ungefährlich. Wir fragen trotzdem mal mit dem Anhaltesignal. Ganz ruhig. Ey, Kollege, mach mal halblang. Wer mir das Anhaltesignal gemacht? Beruhig dich bitte. Der will aber nicht anhalten. Wow. Ja, das war jetzt... Wow. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Okay. So, wohin ist der andere? Wohin ist der andere geflohen? Mal schauen, dass wir schnell die Verfolgung aufnehmen. Wo der hin ist, ist jetzt nur die Frage. Da! Da sind zwei. Die rennen Richtung Zug. Ey, Leute, macht mal halblang. Nicht, nicht, nein! Ganz ruhig. Okay, wir haben zwei Tote. Wir brauchen mal schnell einen Sanitäter. Hier besteht vielleicht noch Hoffnung. Immer der Zug, der macht immer alles schlimm. Ich wollte jetzt vielleicht noch gerade eben auf die Beine schießen von denen, damit die eben nicht in den Zug laufen, weil das ist echt gefährlich. Aber die Frage ist auch hier, ob nicht noch ein Zug kommt. Also die Sanitäter müssten sich bitte beeilen. Ja. Es ist nämlich so eine Sache hier, logischerweise. So, da kommen sie. Ja, gut. Mal schauen. Ich versuche hier natürlich so lang und so gut es geht, dass kein Zug hier kommt, aber... Ja, gut. Es geht halt auch nur im Rahmen des Möglichen. So, gut. Die Sanitäter beginnen ihre Arbeit. Mal schauen, vielleicht können... Ja, sie könnten schon noch das überlebt haben, glaube ich, weil sie sind ja nur gegen den Zug gerannt. Aber das kann natürlich auch hier schlecht ausgehen für die. Mal schauen. Ja. Ah, einer ist wieder auf den Beinen. Guten Tag. Sie sind vorläufig festgenommen. So, sie kommen mit uns mit. Gut, der geht jetzt hier aber einmal bitte runter von den Schienen. Dankeschön. So, und sie können jetzt direkt hier stehen bleiben, beziehungsweise hier auf ihren Transporter warten. Und der andere, da hat nichts mehr geholfen. Da holen wir einen Gerichtsmediziner zum Eintüten. Alles klar, wunderbar. Dann wären wir hier Code 4 und das heißt, der Einsatz hier ist beendet. Oh, schön geparkt, sehr schön geparkt. Gute Arbeit von den Kollegen hier vom Rettungsdienst. Bin ich gespannt, wie der da wieder wegfahren will. Gut, wir müssen mal hier die Straße wieder freigeben. Haben wir jetzt natürlich für ein bisschen Stau gesorgt. Was macht denn der Sanitäter da? Ich meine, das ist so und so schon eine Meisterleistung, sich so hinzustellen. Aber dann auch irgendwie auf der Autobahn rumzulaufen. Ich meine, gut, jetzt kann er so und so nirgendwo mehr hin. Der braucht jetzt ein Taxi. Ruf mal einer bitte ein Taxi für den Sanitäter da. Das Ding kann man abschleppen, egal. Gut, die sind so und so ein bisschen komisch, würde ich sagen. Also, ja, gut, sagen wir es so. Unser letzter Einsatz holt uns von der Autobahn nochmal runter, wegen einem Kollegen, der den Panikbutton gedrückt hat. Also der Knopf, der eben dafür da ist, wenn nichts mehr geht, so gesehen. Wir machen uns auf den Weg dorthin und schauen mal direkt. Oh ja, das scheint auch ganz der Fall zu sein. Der hat eine Waffe. Wir versuchen den mal zu stoppen. Stehen bleiben, Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch, Waffe runter, auf den Boden runter, auf den Boden. Schön langsam. So, Sie sind vorläufig festgenommen wegen dem dringenden Tatverdacht der schweren Verletzung bzw. Tötung von einem Polizeibeamten. Da müssen wir jetzt gleich mal schauen. So, wir schauen mal ganz kurz nach, ob der hier Schusswunden hat. Ich sehe nichts Offensichtliches. Aber der Herr hat wahrscheinlich was abbekommen. Wir warten mal auf die Sanitäter. Da hinten kommen sie. Diesmal bitte ohne den Krankenwagen umzulegen, wenn es geht. Aber die fahren so und so immer ein bisschen schneller an. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, doch, diesmal geht's. So, Kollegen, macht mal ein bisschen hinne. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir brauchen hier bisschen Informationen. Hallo, Leute, hier. Da. Da. Comprisa, mach hin. So, die Kollegen sind jetzt auch da. Mit Code 2 angefahren. So. Gut. Mal schauen. Ja, da ist er wieder. Gut, Glück gehabt hier an der Stelle. Na, Kollege, alles gut? Ne, der ist jetzt sauer. Der macht jetzt Feierabend. Gute Idee. Ich mache jetzt auch Feierabend. Ja, und damit, Leute,
sind wir am Ende dieser LSPDFA-Folge angekommen mit den äußerst professionellen Kollegen, wie immer. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das war ein Video mit dem VW Passat B8. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und ciao.